mir wäre das als Mann nicht passiert. Mhm. Erzähl mir doch mal, wie fühlst du dich dabei? Was kann ich tun, damit du dich nicht unsicher fühlst? Das ist ja immer so, diese Sorge, huch, denen kann ja was passieren, während man einem Jungen ja zugesteht, dass er sich die Welt erobert. Hallo und schön, dass Sie bei unserem neuen Videotalk-Format dabei sind. In den kommenden Wochen wird es hier auf dem Kanal einige Gespräche zwischen Journalistinnen der Stuttgarter Zeitung und des Edit-Magazins der Hochschule der Medien geben. Den Anfang dieser Reihe dürfen heute Hilke Lorenz und ich machen. Hilke, schön, dass wir hier zusammensitzen, auch wenn es digital ist. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Ja, hallo Franziska. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich heiße Hilke Lorenz. Ich bin Autorin bei der Stuttgarter Zeitung für rechts- und gesellschaftspolitische Themen. Ja, und bin jetzt mal sehr gespannt, was wir uns hier aus verschiedenen Perspektiven der Generationen so zu erzählen haben. Ja, dann mache ich gerade mal kurz weiter. Mein Name ist Franziska Kircher. Ich studiere an der Hochschule der Medien im zweiten Semester Journalismus und habe mich in meinem neuesten Artikel mit der Angst vieler Frauen beschäftigt, auf dem Heimweg sexuell belästigt zu werden. Ich habe mit einer jungen Betroffenen gesprochen, die mir auch von ihren Erfahrungen berichtet hat. Und sie sagte, ihr passiert das teilweise zweimal die Woche, dass sie sexuell belästigt wird. Und sie ist kein Einzelfall. Wir haben eine Umfrage gemacht in unserer jeweiligen Leserschaft. Hilke, was schätzt du, wie viele eurer Leser, Leserinnen, wir haben nämlich auch die Männer gefragt, die haben mit abgestimmt, haben schon mal sexuelle Belästigung erfahren? Naja, wenn man der Statistik glaubt, die es ja gibt, dann würde ich mal sagen, auch diese Umfrage würde sowas wie jeder Zweite, jeder Dritte sowas in der Größenordnung erbracht haben. Wie war es denn, Franziska? Sehr richtig. Also bei der Stuttgarter Zeitung war es mehr als die Hälfte, die schon mal sexuelle Belästigung erlebt hat. Bei uns beim Edit-Magazin sogar 2/3. Und das deckt sich auch mit einer Studie, wie du gerade angesprochen hast. Die habe ich auch in meinem Artikel erwähnt. Es gibt eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die auch herausgefunden haben, dass jede zweite Frau in Deutschland schon mal sexuelle Belästigung erfahren hat. Ja, und das Irre, wenn ich da kurz mal ein, ist ja, dass diese Zahl offenbar durch die Jahre gleich bleibt. Also dass das, auch wenn wir jetzt über unsere Erfahrungen reden würden, dann hätten wir ja wahrscheinlich, obwohl eine große Generation zwischen uns liegt, könnten wir ja wahrscheinlich von den gleichen Dingen berichten. Das ist ja, finde ich, das Irre, dieses nicht ausrottbare Thema, was dich ja auch, glaube ich, motiviert, dich damit zu beschäftigen. Ja, jede Frau kennt irgendwie dieses Bild, mit dem Schlüssel in der Hand abends nach Hause zu laufen und sich nicht richtig auf die Straße zu trauen. Genau. Du meintest auch in unserem Vorgespräch, das sei so ein bisschen die Debatte darum, wem die Stadt gehört. Ja. Was sagt das über das Frauenbild in unserer Gesellschaft, deiner Meinung nach? Naja, ich glaube, wenn wir jetzt über sexuelle Belästigung reden und wir werden ja vielleicht noch definieren, was wir da oder was jeweils Einzelnen davon halten, dann glaube ich, geht es da um mehr als die Situation, die wir beschreiben, sondern ich glaube, dass wir da über Machtverteilungsfragen reden und letztendlich die Frage, wer hat Zugriff auf Welt und dann ja auch, wer bestimmt, wer in der Stadt wohin gehen kann, sich das traut und bestimmen ist vielleicht also indirekt bestimmt, wo trauen sich Frauen und Mädchen hin und wo nicht. Und das finde ich jenseits des Ereignisses eigentlich eine große Geschlechtergerechtigkeitsfrage und auch eine Teilhabefrage. Und deswegen ist diese, finde ich, für mich dieser vermeintlich ja kleine Zwischenfall, der ja auch oft klein geredet wird, habe ich nicht so eigentlich ein zentrales Thema, wie wir miteinander leben. Deswegen bin ich auch so, habe ich diese Anfrage gerne angenommen. Ja, es bleibt eben nicht immer bei diesen blöden Sprüchen. Man muss fast sagen, also als Frau in der Gesellschaft, nur weil man eine Frau ist, muss man Angst haben, abends alleine rauszugehen. Ich meine, das kann ja irgendwie nicht angehen. Und jetzt auch sexuelle Belästigung, Frauen, die sich dagegen wehren, weil sie eben sagen, sie sind der Meinung, dass es nicht angehen kann, nur weil sie eine Frau sind, dass es irgendwie jetzt kleingeredet wird oder in Ordnung ist, dass sie sexuell belästigt werden, die erfahren das häufig, dass sie dann angefeindet werden. Also das schlägt sehr schnell um, habe ich das Gefühl, von hier, Schnitte, komm mal her, zu wenn man sich dann zur Wehr setzt, du bist ja eh eine blöde Kuh und was bildest du dir eigentlich ein? Du hast ja auch so ein bisschen auch mit einer Forscherin drüber geredet, über dieses Hassklima irgendwie auch in der Gesellschaft. Was hat sie dir gesagt, woran liegt das bei Männern, dass sie sich dann irgendwie
ja irgendwie angetastet fühlen, wenn man sich da zur Wehr setzt. Also ich habe ja in dem Zusammenhang mit einer Forscherin geredet im Thema Femizid. Also das ist ja dann wirklich, das ist ja dann die absolute Eskalationsstufe von Frauen, das Recht auf Selbstverwirklichung und ein selbstbestimmtes Leben abzusprechen. Also wenn Männer Frauen töten, weil sie Frauen sind. Und ich glaube aber, man kann nicht sagen, jeder Belästigerer wird ein Mensch, der irgendwann mal eine Frau umbringt. Aber ich glaube, die Wurzel und der Kern von allem, und das sagt auch die Frau, ist, dass einfach, oder einfach ist jetzt so, ja, dass Frauen nicht zugestanden wird, selbst über ihren Lebensentwurf, ihre Lebensplanung, ihren Bewegungsradius zu bestimmen. Und das fängt ja schon in der Familie an, im frühkindlichen Alter, wo man Mädchen klettern nicht auf Bäume, weil sonst fallen sie runter. Ich weiß nicht, also das ist immer so diese Sorge, huch, denen kann ja was passieren, während man einem Jungen ja zugesteht, dass er sich die Welt erobert und sich da ja einfach selbst ausprobiert. Und das sind einfach, glaube ich, so, das sind so, so auch so Ermutigung, du kannst was, ich traue dir was zu. Und dieses Ganze basiert ja, und darauf basiert auch dann Gewalt gegen Frauen, also nicht nur verbale Gewalt, dass man einfach jemanden nicht zugesteht von der Gesellschaft, und dass vielleicht auch der, dem man die Frau oder der man es nicht zugesteht, vielleicht auch so mit diesem, es ist, also mit diesem eher zum Opfer zu werden. Ich will das jetzt überhaupt niemandem zuschreiben, aber es hat manchmal auch was, wie man sich verhält, wobei ich das jetzt überhaupt nicht in die falsche Ecke gleiten lassen möchte, diese Diskussion. Aber das kann ich aber auch bestätigen. Also ich habe mit einer Polizistin gesprochen, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Frau Berneis, und sie hat mir auch bestätigt, dass es tatsächlich häufig so ist, wenn man gerade Angst hat und man verfällt so irgendwie da rein, okay, wenn ich nicht gesehen werde, dann passiert mir nichts, ich verkrieche mich jetzt in meinem Handy irgendwie abends, dass man dann auch eher zur Zielscheibe wird, wenn man alleine ist, wenn man sich nicht zu Gruppen dazu gesellt. Also da kann man schon auch etwas ausrichten. Ist auch noch, ich habe mal einen Kurs gemacht, der hieß Arroganztraining. Da ging es, das klingt jetzt so blöd, aber das war so, wie tritt man eigentlich auf? Und das kann, glaube ich, jeder mal versuchen, wie man läuft mit Schuhen, die klacken, und mit Schuhen, oder wo man den Auftritt hört, und mit Gummisohlen. Das ist ein anderes Raumverhalten, und so ist es. Also das Klacken meine ich jetzt nicht, müssten High Heels sein, sondern einfach Schuhe, die man nicht geräuschlos läuft. Das ist ein ganz anderes Bewegen im öffentlichen Raum, und das ist auch ein Signal auf den, der einen beobachtet und sieht. Und die Schultern, das ist ja wahrscheinlich alles das, was in diesen Präventionsprogrammen auch drin ist. Hast du da bei dir nach diesem Seminar eine Veränderung feststellen können? Naja, man macht da ja, diese Dinge sind ja ganz viel mit Rollenspiel. Und da merkt man es. Und ich finde schon, dass so manchmal so ganz kleine Dinge, also dieses Lautsprechen und dieses, also jemanden auch angucken und nicht schamhaft weggucken, dass das schon so Signale sind, die eine Atmosphäre bestimmen können. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, ich würde jedem in der Straßenbahn hier hingucken. Also das ist dann halt auch immer noch dieses Berühmte, die Situation auch ein bisschen einschätzen und ja, dann vielleicht auch wieder seinem Bauchgefühl trauen. Du sagtest gerade, es sind Kleinigkeiten teilweise, aber es sind eben Kleinigkeiten, die teilweise über Sicherheit entscheiden. Also sei es jetzt sexuelle Belästigung, ja, oder eben bis zu, ja, du hast es eben ausgesprochen, diesen Fällen von Femizid. Aber es gibt ja auch diese nicht körperliche Seite, also Menschen, die Blessuren tragen, die man eben nicht sieht. Und wir haben auch unsere Leserinnen gefragt, wo liegt denn die Grenze? Also was ist noch ein Kompliment? Wo fängt sexuelle Belästigung oder wo fängt sogar Gewalt an? Und unsere LeserInnen haben da ein ganz, ja, unterschiedliches Verhältnis zu. Also manche haben gemeint, bei ihnen fängt sexuelle Belästigung an, wenn es körperlich wird.
andere meinten, sobald ich mich unwohl fühle und ich die Blicke eben als unangebracht empfinde, ist es für mich schon sexuelle Belästigung. Und die Grenzziehung ist da ja nicht nur gesellschaftlich, sondern auch juristisch sehr umstritten. Du hast vielen Gerichtsprozessen als Reporterin schon beigewohnt. Was würdest du sagen, macht die Strafverfolgung gerade in so schwammigen Fällen so heikel? Das fängt eigentlich schon, also ich habe auch so, weil ich mich dem Thema dann auch mal genauer annähern wollte, auch mit einer Staatsanwältin gesprochen, die das als Schwerpunktthema in ihrem Dezernat hat. Und es fängt eigentlich schon viel, viel früher an, nämlich das, was überhaupt zur Anzeige kommt. Also weil das ist ja schon mal jetzt auch, also jetzt Nötigung und dieses Ganze, weil wir sind ja jetzt noch nicht, dass verbale Belästigung unbedingt ein Straftatbestand ist. Aber das fängt einfach an, diesen Schritt zu tun. Und wenn man dann mit diesem Menschen in einer Beziehung lebt, dann ist auch eine ganz große Hürde, bei dieser ersten Aussage zu bleiben. Das erzählen dir ganz viele Menschen, die in der Polizei mit Frauen, die in Gewaltsituationen leben, zu tun haben, dass man dann halt doch denkt, ah nee, weil da geht ja womöglich ein ganzer Lebensentwurf flöten, wenn man sich dann gegen diesen einen Menschen auch juristisch und strafrechtlich zur Wehr setzen möchte. Also da hängt einfach ganz viel dran und es ist ein ganz langer Weg und viele Frauen machen viele Versuche, sind immer wieder in Beratungsstellen, werden ermutigt und kriegen dann nicht die Kurve. So, dass ich mal so eine Zahl gehört habe, manche beim 10. Mal klappt es dann halt, dass man wirklich den Mut hat, vors Gericht als Zeugin zu gehen, dort dabei zu bleiben, das auszuhalten, dass da womöglich eine Öffentlichkeit mit dabei sitzt, dass es zu einer Verurteilung kommt. Aber letztendlich ist das halt eine Tat, die im, also wenn sie zwischen Leuten, die sich kennen, stattfindet, die in so einem intimen Bereich stattfindet und da packt man halt mehr aus als nur die Tat. Und das ist einfach ein riesengroßer Schritt. Und ich habe auch mal eine Kollegin, die mir davon erzählt hatte, was ihr auf der Straße samstagsabends passiert ist. Wirklich, ich habe sie mal zur Polizei begleitet, damit es zur Anzeige kommt, weil so ja auch die berühmte, wo es gibt in der Stadt die unsicheren Stellen und wer ist gerade unterwegs, nur so kann ja auch Prävention dann geschehen. Und und es braucht, glaube ich, es braucht auch eine gesellschaftliche Haltung, die Frauen sagt, ihr dürft euch auch schon über verbale Belästigung, ihr dürft das für Unrecht halten, wir halten das auch für Unrecht, wir sind auf eurer Seite. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, am meisten ermutigt, dieses Verhalten gesellschaftlich zu ächten. Das ist ja, glaube ich, auch das, worauf all deine Recherchen zielen, oder? Ja, das kann man so sagen. Also ich habe mich auch damit beschäftigt, dass eben Catcalling zum Beispiel, was ja keine Form körperlicher Gewalt ist oder körperlicher Belästigung ist, habe mich damit beschäftigt, dass es eine Petition gibt, die im Jahr 2020 ins Leben gerufen wurde, die jetzt dem Bundesjustizministerium momentan vorliegt und geprüft wird, die das strafbar machen soll. Mhm. Man muss sagen, dass Deutschland da im europäischen Vergleich recht weit hinten liegt. Also Belgien, Niederlande, Portugal und Frankreich, die haben das alle schon in ihr Gesetzbuch aufgenommen. Und in Frankreich muss man teilweise 750 € zahlen, wenn man eine unangebrachte Bemerkung macht. Ich denke, dass das schon ein Signal sendet. Also ich verstehe auch, ich habe mit der Polizistin, der Frau Berner ist ja gesprochen und sie meinte, es ist eben recht schwierig zu beweisen. Also die Beweislast liegt eben immer beim Opfer. Und es ist sehr schwierig, einem Täter nachzuweisen, dass er einen sexuell belästigt hat. Aber ich denke, dass die Hürde für viele Frauen auch fallen würde, wenn sie eben wissen, dass sich etwas verändern kann. Dass es Vergeltung gibt und dass sich etwas verändern kann, wenn sie es melden. Weil es ist ja auch so, dass viele Frauen, eine Leserin von euch hat das auch erzählt, Angst vor dieser Herabwürdigung haben. Also sobald sie sich öffnen und ihre Geschichte erzählen, dass sie dann nicht ernst genommen werden oder dass sie riskieren, verhöhnt zu werden. Und ich glaube, wenn Frauen wissen, dass etwas passiert, nachdem sie sich öffnen, nachdem sie dieses sehr intime Detail auch irgendwie preisgeben, dass es dann vielleicht auch die Chance gäbe, dass nicht so viele Frauen das mit sich selbst ausmachen.
und dass wir das in der Gesellschaft breiter diskutieren können. Wobei ich gebe dir mit allem total recht, nur ich sehe schon auch die Probleme, sowas juristisch zu fassen. Wenn man sich überlegt, also vor deiner Zeit, aber es gab Fernseh- und Unterhaltungsshows, der blaue Bock, da waren die anzüglichsten oder die anzüglichsten Ansprachen an Frauen, an Gäste üblich. Da hätte sich kein. Das schrecken wir heute zusammen, wenn wir das auf Konserve sehen. Aber da hat sich damals keine Fernsehzuschauerin, auch nicht die Angesprochene und schon gar nicht der den Unsinn geredet hat, irgendwie im Bereich von sexueller Belästigung gefühlt. Jetzt haben sich die Zeiten verändert. Aber ich glaube, du kannst da, weil es hat ja immer, ich glaube, es hat, wir sind uns einig, dass es gewisse Dinge sind, No-Gos. Da kann sich jeder drauf verständigen. Aber dann gibt es eben Frauen, die haben eine Vorgeschichte. Da ist eine Bemerkung, die eine andere für völlig harmlos halten würde, schon eine Grenzüberschreitung, weil es, was weiß ich, eine Missbrauchserfahrung oder irgendwas in dieser Richtung im Vorfeld gab. Und das ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das dann in Paragraphen und Strafen zu fassen. Weil es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass, wenn ich eine robuste Frau beleidige, dann ist es also eine andere Strafe, als wenn ich jemand, der schon Opfer war, mit der gleichen Formulierung treffe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und das ist ja eigentlich die Nachfolgediskussion der MeToo-Debatte. Es kann halt auch nicht sein, dass also so funktioniert mein Rechtsstaatdenken oder so sehe ich auf den Rechtsstaat. Es kann halt auch nicht sein, dass die Verdächtigung oder die Bemerkung, der hat mich verbal sexuell beleidigt, gleich mit Jobverlust und allem Möglichen endet. Also ich finde, es muss da schon ein Verfahren geben, das da dazwischen ist. Und dieses Verfahren zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Der Meinung bin ich auch. Also es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie Anschuldigungen laut werden und man denen dann unverzüglich glaubt und irgendwie der angebliche Täter in der Beweispflicht ist. Also das kann ja auch wirklich Lebensrealitäten zerstören. Aber ich denke, wir müssen uns damit wirklich weiter auseinandersetzen, damit sich eben seit dieser Zeit mit Tutti Frutti und ähnlichen Fernsehsendungen was getan hat. Und das nicht einfach abschmettern. Dadurch, dass wir sagen, ja, es ist eben schwierig und wir wissen es nicht. Ja, also ich glaube, es ist halt was anderes, weil es gab ja schon mal die Petition um Upskirting, also das und Fotografieren unter Röcke und Hosen. Also dass das jetzt strafrechtlich geahndet werden kann. Und ich glaube, das ist einfach eindeutiger. Jemand, also so, da ist was passiert, was obwohl es strafrechtlich auch nicht zu fassen war und man das neu formulieren musste. Aber das ist eben in so einem, das bewegt sich eben auch in so einem. Bei allem irgendwann in einem subjektiven Korridor. Und das ist total schwer. Und ich glaube auch, und dann wären wir wieder vielleicht an dem, was wir am Anfang gesprochen haben, ich glaube auch, dass Strafrecht da nur die letzte Instanz sein kann. Letztendlich geht es ja darum, in einer Gesellschaft miteinander zu leben, wo Respekt eben bedeutet, dass man sich nicht so dumm anflaumen lassen muss oder dass Frauen an Baugerüsten vorbeigehen können, dass Frauen in Männergruppen sein können, ohne verlegen auf den Boden gucken zu müssen, weil jetzt was kommt, was sie nicht kontern können. Das heißt einfach in der Arbeitswelt gemischte Gruppen und dieses Ganze, weil es Atmosphäre und das Miteinander verändert. Also ich glaube, wenn man da dran zieht, dann kann man die Gesellschaft umstülpen. Also. Man hört ja auch immer wieder so das Argument, gerade aus der Männerwelt, die sagt, was darf man denn noch sagen, ohne gleich dafür bestraft zu werden oder ohne dass sich Frau gleich angefeindet fühlt oder das war auch gar nicht so gemeint. Das ist sicherlich ab und an noch so, aber ich würde die Frage einfach mal an dich weitergeben, Hilke. Was darf man denn deiner Meinung nach noch sagen? Worauf kommt es da an? Oh je. Also, was darf man noch sagen?
Also ich finde alles, was ein so, du als Frau, du musst das doch wissen. Also so diese Pauschalisierungssachen. Ich glaube, man muss Situationen einfach als, also ich meine, das hast du ja eigentlich in Gesprächen mit allen Menschen. Also immer dann, wenn du dich traust, jetzt mal was, weil es soll ja immer lustig. Also das ist ja immer, das war ja jetzt nur ein Witz. Aber das hast du ja auch. Also ich würde mir jetzt dir gegenüber, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, würde ich mir ja auch überlegen, was ist jetzt eine Äußerung, wo ich sie mit verletze und wo ich überhaupt nicht weiß, auf welche, was weiß ich, 25, 23, 22 Jahre Leben das jetzt aufbaut, wo es einhakt. Und ich finde, das sollte man sich, das trifft natürlich bei so sexuellen Belästigungen ganz arg zu, aber das ist ja sowas, wo man einfach immer einen Sensor haben sollte. Also belaste ich jetzt was zu weit und oder ne, also ja, verkenne ich jetzt hier irgendwie mein Gegenüber und es gibt aber natürlich, es gibt natürlich Sachen, die gar nicht gehen. Also man möchte eigentlich nicht, ob die Hose gut sitzt oder was weiß ich, warum man heute so übernächtigt aussieht und diese ganzen Scherze, die ja alle einen Subtext haben, möchte man eigentlich mit gewissen, mit niemandem besprechen, außer mit der besten Freundin. Und die weiß, dass sie es darf. Also ja, also und ich glaube aber, dass das Ganze und habe ja, also klar, man kennt diese ganzen anderen Männer, die irgendwie völlig das Sternchen mitdenken und also die, ja, die es anders wollen und die drauf gucken, dass Gruppen, wenn sie öffentlich sind, gemischt sind und dieses Ganze. Aber eigentlich glaube ich, dass wir gerade wieder, und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir da eigentlich bei allem Bewusstsein von jungen Frauen, die ja offenbar wieder mit dem Gleichen hadern wie ihre Vorgängergeneration, aber dass wir schon auch so einen Rückfall in so ein frauenfeindlicheres Klima oder ein schneller gegen Frauen eskalierendes Klima haben. Das merkt man ja gerade auch in der politischen Diskussion. Also gegen Frau Baerbock geht es ja nicht nur politisch, es geht ja auch gegen sie als Frau und Mutter und alles dieses. Und ich glaube, das ist alles gerade so ein Klima, was dem Respekt natürlich nicht gut tut oder was womöglich Ausfluss von dieser Respektlosigkeit gegenüber Frauen ist. Also dass Beleidigungen eben schnell sexuelle Konnotationen haben, weil ja, Es weil ist es halt so. mittlerweile einfach im Sprachgebrauch so verankert, ne? Ich habe Ja. auch das Gefühl, dass es ja sehr polarisiert ist momentan. Also nicht, dass es sich unbedingt grundsätzlich verschlechtert und dass die Gesellschaft frauenfeindlicher wird, aber dass es schon ein sehr polarisierendes Thema ist, von dem manche sagen, ey, ich will da gar nichts mehr zu hören und das geht mir total auf den Keks. Und andere sagen, wow, ich habe gerade das erste Mal irgendwie so eine Geschichte gehört, die dir jetzt widerfahren ist. Mir wäre das als Mann nicht passiert. Erzähl mir doch mal, wie fühlst du dich dabei? Was kann ich tun, damit du dich nicht unsicher fühlst? Also ich glaube, es gibt durchaus auch junge Männer, vor allem junge Männer, spannenderweise, die sich damit beschäftigen. Aber gerade das macht es ja auch so ein bisschen schwer für Frauen einzuschätzen, ja, auf der Straße abends. Es gibt keinen konkreten Tätertyp. Das hast du auch mal in eurem STZ-Feierabend-Podcast gesagt. Es gibt keinen konkreten Tätertyp. Man sieht es ihnen nicht an und dadurch schaut man halt in ein fremdes Gesicht und ist sich nicht sicher, wie man die Person einschätzen soll. Das, genau das, es ist ja, es ist schwierig und es kann ja nicht der Ausweg sein, dass wir alle nur noch Auto fahren, damit wir keinen Menschen mehr im öffentlichen Nahverkehr begegnen. Was ja natürlich ist ja dann auch wieder eigentlich, ist ja dann auch sozial ungerecht, weil junge Frauen haben, also jetzt mal jenseits von Ökologie und dass Autos jetzt nicht mehr so in einer gewissen Gruppe das größte aller Geschenke und Wünsche sind. Aber es kann ja nicht sein, dass die, die irgendwie die Karre vor der Tür stehen haben, abends besser heimkommen als die, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Und
Nee, das ist irgendwie schwierig. Absolut. Allein auch diese Gedanken, dass man sich die Gedanken machen muss, wie komme ich nach Hause? Ich plane meinen Heimweg komplett detailliert, Ja. schreibe schon meiner Freundin hier meinen Standort und sage ihr, wann ich Ja. wieder zu Hause sein werde. Also irgendwie auch diese Vermeidungstaktik dann zu fahren und zu sagen, ich gehe nicht da lang oder ich fahre nicht mit der Bahn, sondern ich nehme das Auto. Das sind ja irgendwie Anpassungen, die man macht aus dieser ständigen Angst heraus. Und das sind Anpassungen, die man auch häufig bei wirklich ja, psychischen, zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung sieht, also psychischen Krankheiten, psychischen Leiden, die auch eben durch so, ja, solche kleine Situationen, die man vielleicht mal erlebt hat, eben ausgelöst werden können, wie eine erhöhte Wachsamkeit, Schreckhaftigkeit oder eben, dass man solche Situationen lieber vermeidet. Genau, und also was bedeutet es dann, also und so irgendwie Mut und Stand und Teilhabe am Leben setzt sich ja aus so ganz vielen Erfahrungen zusammen und wagt man sich dann in anderen Situationen weiter raus, also oder lernt man womöglich da eine Lektion. Aber was ich nochmal sagen wollte, weil du sagtest, es gibt auch ganz andere junge Männer und so. Also ich denke ja immer, vielleicht ist die Chance, dass solche jungen Frauen wie du auch die Vätergeneration umkehren. Ohne dass ich jetzt sagen will, weil für ihre Töchter wollen Väter ja eigentlich meist das Beste, auch wenn sie sie vielleicht überbehüten in dem Bereich. Aber vielleicht kapieren ja Männer, die nicht in jeder Situation Vater sind, sondern einfach auch manchmal das Gegenüber in der Bahn, vielleicht kapieren die ja aus den Geschichten, die ihre Töchter, wenn sie sie denn erzählen, wie sie eigentlich wirken. Also das fängt ja schon, du musst ja irgendwie gar nicht jemanden blöd anquatschen. Aber das reicht ja schon, sich mal zu überlegen, wie das ist, was Frauen jetzt nie tun würden, wenn man sich direkt in einer leeren Bahn neben eine Frau setzt. Muss man ja nicht tun. Würde eine Frau niemals machen, machen manche Männer. Vielleicht aus Gedankenlosigkeit. Und da denke ich immer, diese Erzählungen, die sie von anderen, von jüngeren Frauen, deren Lebensgefühl ihnen nicht egal ist, hören, könnte ja so die stille Strategie auch eines Umdenkens oder eines Bewusstseinswandels sein, weil nichts ist ja eigentlich so einleuchtend, wenn du über ein Gefühl was kapierst und wenn dir deine Tochter oder eine andere junge Frau, die dir nahesteht, was erzählt, dann ist ja das ja viel gewisser als eine Statistik und ein Präventionsprogramm. Ich glaube, was du da auch sehr gut hervorgehoben hast, ist dieses Bewusstsein. Also ich finde, das ist auch ein sehr gutes Wort dafür. Ich glaube, es muss einfach den Menschen bewusst werden und auch denen, die eben nicht davon betroffen sind, wie sich das anfühlt und was das für Situationen sein können. Selbst wenn sie diese Situationen nicht selbst hervorrufen oder provozieren, aber trotzdem fallen sie einem dann auf, weil das ist ja auch super wichtig, gerade dass solche Situationen nicht eskalieren und dass Frauen sich nicht alleine und hilflos fühlen, dass sie eben nicht alleine und hilflos sind. Also, dass sich Fremde einschalten. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Situation tagsüber. Ich bin einfach in der Regionalbahn gefahren von der Arbeit nach Hause und ich hatte nichts Besonderes an. Also, es kommt ja auch immer die Dass Frage du nach das jetzt dem, schon sagst. was hast du an? Genau. Ich hatte einfach eine normale karierte Hose an und einen Wintermantel, also war ganz eingepackt und stellte mich dann 5 Minuten bevor die Bahn eben anhielt, dann dahin. Und ein Mann, der mir gegenüber im Vierer gesessen hatte, der stand dann halt auch auf und wir standen eigentlich in einer recht großen Traube, noch vor Corona, da zusammen und haben darauf gewartet, dass die Türen sich öffnen. Und er sprach mich dann ganz komisch von der Seite an. Ich habe das erst gar nicht so realisiert, bis ich gemerkt habe, okay, der spricht mich jetzt nicht normal an. Also es hat ja auch immer was irgendwie mit dem Ton zu tun. Und er sagte dann sowas wie, ja, Entschuldigung und ob er mich kennenlernen könne und dann habe ich nur so ungläubig gelächelt und meinte, ach ja, das Lächeln sei eine Belohnung für ihn. Und dann bin ich überhetzt aus dem Zug ausgestiegen und habe nach meinem Freund gesucht, der mich abholen wollte am Bahnhof und er ist mir noch hinterher. Und das ist so eine Situation am helllichten Tag, die eben passiert, wo sich Fremde, die das dann angeschaut haben, also wirklich wie in so einem Ring, nicht eingeschaltet haben. Und ich denke, das passiert eben viel zu häufig,
dass sich Menschen nicht angesprochen fühlen und sich nicht zuständig fühlen, da irgendwie dazwischen zu gehen, auch wenn das vieles verhindern kann. Braucht natürlich aber auch bei denen schon wieder das Bewusstsein. Also in einem der vielen Rollenspiele, die man ja im Laufe eines Lebens macht, hast du ja auch gesagt, du hättest auch mal einen Vendo-Kurs gemacht. Oder also auf alle Fälle, manchmal hilft es ja zu sagen, also die sogenannten Bystander, die da was mitkriegen, müssen es ja mitkriegen. Und also in einem der Rollenspiele habe ich gelernt, dass du sagst, sie reden mich hier, wir kennen uns nicht, also laut und vernehmlich, sie kennen mich nicht, sie wollen mich kennenlernen, ich will das nicht, lassen Sie das sein. Also auch so diese ganz klaren, ich weiß, dass das überhaupt nicht was verhindert, aber für dich, oder für, nicht dich, ich belehre nicht dich, aber dass man auch, das sage ich mir ja selber, so eine ganz klare Botschaft senden, ich will das nicht, das macht es ja vielleicht auch so einer Umwelt leichter, was zu kapieren. Aber wenn wir nochmal so von Rahmenbedingungen reden, dann ist ja, was mich gerade so rasend macht oder ja, ärgerlich ist ja, das ist ja gerade auch, das sprengt jetzt vielleicht zu den Rahmen, aber dass es ja gerade auch eine massive Diskussion darüber gibt, gerade wieder über Prostitution. Und ich finde, eine Welt, in der man Frauen kaufen kann, egal hinter welchem Geschäftsmodell und wie man zu dem Geschäftsmodell steht, gibt natürlich auch Signale, was man mit Frauen, wie man auf Frauen guckt. Und das ist alles, ja, letztendlich ist da ganz vieles eine Perspektivenfrage und eine Wertschätzungsfrage. Und das macht mich gerade sehr, sehr wütend. Ja, also, jetzt geht's. Ja. Sag gern. Nee, ich hab meine Wut gerade artikuliert. Das ist sehr gut. Das ist auch immer wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie auch seinen Gedanken Luft zu machen. Und ich glaube, wir können resümieren, dass wir beide der Meinung sind, dass sich einiges ändern muss und dass es kein Weiter-so geben kann. Was wäre so dein Appell? Was muss passieren, dass sich nachhaltig etwas ändert? Also erstens glaube ich, dass eine Solidarität unter Frauen erstmal total wichtig ist, dass nicht irgendwie, ja, die schon wieder und der passiert es auch immer und die ist halt so ein Opfercharakter, sondern dass wir füreinander, also dass wir das anerkennen, dass wir das thematisieren und ich glaube auch, dass man das immer wieder laut thematisieren muss, das Augenrollen derer, die das jetzt nicht mehr hören wollen, einkalkulierend. Und dann denke ich, muss das einfach ganz früh, also wir sind ja jetzt irgendwie am Problem, und aber es muss ganz früh, weil auch das zeigen ja Beispiele, müssen Jungs und Mädchen einfach diesen Respekt im Umgang miteinander lernen und ja, und ich glaube, es ist schon eine Generationenaufgabe, aber es muss jetzt anfangen. Wenn du mich jetzt fragst, ob Strafrecht da eine Bedeutung haben soll, habe ich schon gesagt, ich finde, man muss da sehr vorsichtig mit sein, aber wenn gar nichts hilft und wenn man einen strafrechtlichen Weg findet, ein Prozedere, dass man das greifen kann, dann finde ich, dann ist es durchaus ein Weg. Aber für mich wäre es jetzt nicht der erste Weg, den ich einschlagen würde. Aber ich glaube, letztendlich ist es, dass es jeden was angeht, dass das Weggucken und das sich nicht, also einmischen heißt ja jetzt nicht schlagend dazwischen gehen, aber einfach zu sagen, ich stehe auf dieser Seite und diese Frau sitzt jetzt nicht alleine. Das ist das Mindeste, was Menschen, was Frauen füreinander tun können, müssen. Ja, ich denke auch. Es geht wirklich darum, dass wir uns bewusst werden, dass dieses Bewusstsein geschaffen wird, auch dadurch, dass es eben nicht nur ein Frauenproblem ist, sondern es ist ein Problem, das genau. unsere Gesellschaft hat und was wir zusammen angehen müssen, aber auch angehen können. Und gerade auch die Erziehung, die du ansprichst, ich denke, dass diese auch junge Generation, die sich ja durchaus dafür interessiert, was
ihren weiblichen Freundinnen oder auch teilweise männlichen Freunden widerfährt, dass die es auch vorleben kann, wie man damit umgeht und dass sich Frauen dann hoffentlich in der Zukunft auch mehr öffnen können und über diese Erfahrungen eben weiter sprechen können, damit dieses Bewusstsein weiter wächst. Ich denke, es braucht einfach, das ist so schon, es braucht Räume, wo man das erzählen kann und Anlässe, das zu erzählen. Und mit diesem Gespräch habt ihr ja schon mal einen geschaffen. Das ist doch ein schöner Abschluss, wenn wir das hoffentlich geschafft haben, dass man sich mal Gedanken darüber macht. Vielen Dank dir für das spannende Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, und Franziska, dass du an mich gedacht hast. Ja, aber sehr gerne. Werde ich noch häufiger. Ich freue mich persönlich schon auf den nächsten Talk. Der ist dann nämlich mit meinem Kommilitonen Pascal und deiner Kollegin Nina Eierle über das Gendern. Auch eine heiß geliebte Debatte. Und ansonsten freuen wir uns, dass du, sie bis hierhin dabei waren. Ich würde sagen, die Diskussion in den Kommentaren ist eröffnet. Genau. Und wir freuen uns wie immer über Erfahrungen, Anregungen und wünschen bis dahin noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.